nochmal. Hallo, mein Name ist Adam. Ich hasse das. Aber ich brauche unbedingt dieses Intro. Für wie heißen die denn? YouTube. Ich bin halt ein ziemlich extrem guter Reiter. So, ja, jetzt geht's mir besser. Jetzt verspreche ich mich bestimmt nicht mehr. Wieso sehen im iPhone eigentlich immer alle alt aus? Und seit vorher bin ich... Vorher bin ich gar nichts geritten. Guck bitte in die Kamera. Ich glaube, das wird heute nicht mehr. Western und seit 24 Jahren bin ich auch Wissi. Nicht seit 24 Jahren. Hast du gerade gelacht? Ich nenne dich jetzt direkt gleich mein Zuhause-Pferd, ja. Also, oh, hat jetzt eine Wimper rausgerissen? Oh nein. Hat's wehtan? Muss ich mir jetzt wehtan? Hallo, mein Name ist... Hallo, wollte ich eigentlich gar nicht sagen, oder? Ja, die wissen ja alle. Ich reite seit 15 Jahren Englisch. Ah, nein! Hallo. Nicht hallo. Langsam. Nee, da wird nicht hingeguckt. Hier wird hingeguckt. So ziemlich cool hinstellen. Aber die Kamera, leider ist mein Stativ. Mein Stativ hat einen Amazon-Fahrer geklaut. Mein Name ist Ella. Ich reite seit 15 Jahren ungefähr Englisch. Nicht eben nicht! DDA. Ist dann entschieden. Was sind denn für ein schwuler Satz? Ich bin Kinderbuchautorin und bin die Mutter der Reisegruppe Unbeliebt. Das ist die Truppe, mit der ich abschimmel. Man nennt uns Reisegruppe Unbeliebt. Und jetzt mal zu mir. Mein Name ist Boji. Ich wurde nach indianische Steine benannt von meiner Edda. Ich bin ein Sporttinker, wie man sieht. Derzeit hat euch fest. Gar mit 2 Wochen schon meine erste Friese. Ich bin Horsemanship ausgebildet. Also ich galoppiert extra mal ordentlich für euch. Wartet. So, da komme ich schon. Filbert, geh aus dem Weg. Das ist mein Intro. Was für ein Intro? Und jetzt an alle Dressurreiter. Habt ihr so eine Galoppade schon gesehen? Nein. Filbert, weg. Huh, jetzt wäre ich beinahe noch hingefallen wegen dir. Filbert, verschwinde. Guck mal, wir sind im Bleistift. Das war ein Sliding Stop. Du Spaß. Selber Spaß. Geh weg. Durch die doch recht bekannt sind. Outtakes sind die Hochzeitsfahrer. Aber ich habe immer noch mein Intro. Für YouTube. Ich muss jetzt auch ein bisschen leiser reden, weil Butch schläft gerade. Und wir arbeiten natürlich hier am Rind. Wir haben Zebus, weil ich wohne nämlich auf einer Ranch. Da, direkt hier in Deutschland. Ohne Witz. Einschlafen mit Edda. Edda und die Pony Who. Man muss kein Pferdefan sein, um meine Kindergeschichten zu hören. Und diese Geschichten hören übrigens hauptsächlich auch Erwachsene. Mein Name ist Ochi. Ich bin das Pony Who. Aber die meisten kennen mich ja aus meinen Gute-Nacht-Geschichten mit Edda und ihrem Pony Who. Meine Edda schreibt jeden Sonntag eine Geschichte. Total unkompliziert. Zum Einschlafen. Und sie holt damit ganz viele Menschen ab. Und jetzt muss sie auch noch Sorgenknöpfe machen für euch. Sie macht so lange welche, bis ihr alle welche habt. Laden auf Spotify und YouTube. Aber denkt schön dran. Jedem Knopf nur eine Sorge vor dem Schlafengehen erzählen. Dann ab und das Kopfkissen. Und am nächsten Tag sind eure Sorgen weg. Ach, und eins noch. Ich bin kein Petzenpony. Klar bist du das Petzenpony. Wir arbeiten hier nach Pat Parelli bei einer Bodenarbeit her. Ich reite komplett nach Klaus Neuhaus. Seinem System oder wie auch immer, also das war mein Meister. Und lerne natürlich auch sehr viel von dem Ecki. Oder er von mir. Ich bin schon eine coole Sau. Und ich nehme mich nicht so richtig in der Reiterwelt. Also. Und ich glaube, manchmal macht es auch uns Western. Ich denke, dass es uns Westernreiter auch oft ausmacht, weil wir nicht so viel verkomplizieren. Kann möglich sein, ist aber nicht schlimm. Ich liebe auch Englischreiter. Wir haben hier auch Englischreiter logischerweise auf dem Hof. Wir haben hier einen Pensionsbetrieb. Thank you.
Und einer meiner Lieblingsaufgaben ist natürlich Sebastian Marx ärgern. Der kann ja nichts dafür, dass ich besser bin. Und wenn ich mal ganz gute Laune habe, dann lasse ich ihn auch gewinnen. Western gegen Englisch. Das läuft bei uns schon eine ganze Weile. Wir haben nur mal ein bisschen Pause gemacht. Ich weiß ja nicht, wie ihr darauf kommt. Aber einer von uns beiden wird definitiv mit einem Messer im Rücken die Arena verlassen. Für, schon alleine für null. Von einer großen Fahne. Eine große Fahne. Und kein Winkelement von einer Tonne runter. Im Galopp. Und schwenkst sie links und rechts an dir vorbei. Leider hatte ich heute eine echt schlechte Kamerafrau. Also so schlecht ist sie gar nicht. Aber die ganzen Aufnahmen waren verwackelt. Und wir hatten unnormal laute Windgeräusche. Deswegen muss ich das jetzt mal einsprechen. So, ich gucke da nochmal ganz schick. Und gleich mache ich mich unnormal cool warm. Also viel mehr Bulge. Und komme einfach mal beim Platz geschmettert. Oh, aber die Challenge soll natürlich gleich losgehen. Ich denke, ihr habt jetzt genug von mir gesehen. Und da ist es schon, die Challenge. Galopp, Schrittübergänge. So, der erste war ja wohl unnormal schön, Basti. Der zweite wird, ja, ist schon ein bisschen besser. Noch schöner. Ja, aber ich habe es dann halt noch einmal gemacht. Bei Westernfern ist das halt immer so ein Ding, die wollten natürlich immer stoppen. Also meins zumindest. Der wurde so erzogen und unnormal schöner Galopp-Schrittübergang. Also ich weiß nicht, Basti, da gibt es jetzt überhaupt nichts zu nölen. Und hier deine Challenge. Du trabst aus dem Stehen an, hältst an und machst eine frische Vorhandwendung. Du trabst wieder aus dem Stehen an und hältst wieder an und machst natürlich eine frische Hinterhandwendung. Dann trabst du einfach mal wieder aus dem Stehen an und hältst an. Fertig ist die Laube.